Recht herzlich willkommen zur 158. Folge von City Skylines. Ja, wir sind unterwegs, haben letztes Mal Straßen abgerissen. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage, ne? Das ist, ja, können wir mal reingucken hier. Stromtechnisch, ja, haben wir noch Überschuss. Wasser auch. Bildung ist auch okay. Müll ist am Rande. Ja, hier sind jetzt die Zahlen nicht so dolle, ne? Wohnungen kosten zu viel. Gesundheit läuft. Bestattung auch. Gesundheit ist sogar noch zu viel, steht hier, ne? Hm. Kann man da noch was abstellen? Belmontplatz, was ist denn das hier? Normale Arztpraxis. Komm, dann machen wir die mal dicht. Schalten wir mal aus. Sind zwar alle mies drauf da, aber erstmal egal. Wenn man sieht, was für ein Kreis die ziehen, dann, wenn man aber natürlich hier sieht, wo die steht, ne, das ist hier zwar alles und da alles, aber eigentlich müssten sie noch trotzdem abgedeckt sein, ne. Hier wäre es wahrscheinlich sinnig, den und den auszumachen und einen von den mittleren hier wieder anzumachen, ne. Wie sieht denn das hier mit der Fläche in Grün aus? Ja, es ist hier ein ganz kleiner Streifen, der jetzt nicht abgedeckt ist, ne. Ja, ist halt so, ne? Können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, Leute verlassen zurzeit die Stadt. Das ist nicht so gut. Strom fließt jetzt hier, ne? Oder? Ja. Also über die Schiene hier hinten geht der Strom überall hin. Cool, ne? Genug ist noch da. So, hier waren wir gerade noch. Können wir mal gucken. Uni ist jetzt gerade ausgelastet, okay. Happiness hatten wir, Gesundheit haben wir geguckt, Bestattung war auch okay. Ja, Stufen, das ist jetzt hier, ja, das sind Dinge, die wir jetzt nicht mehr dann schon auch kontrollieren irgendwann müssen, ist klar. Verkehrsrouten, gibt es hier Verkehrsrouten? Ja, nein, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, das ist jetzt nicht wild, das müssen wir jetzt nicht gerade gucken. Straßeneinstandsetzung, okay. Da haben wir da noch einen und dann ist da noch einer. Okay, die sind auch, Entschuldigung, ja, schlecht verteilt hier, wie man wieder sieht. Ne, am Rand und die Straßen, die auf der Seite wären, die kann er natürlich nicht machen. Ne? Macht man ja gerne mal so. Zustand ist schlecht von vielen Straßen, das ist auch klar. Aber das ist erstmal Nebensache noch. Was haben wir hier? Geländehöhen. Boah, das ist ja echt interessant. Sieht schön aus, ne? Jetzt rot, wenn es nach... Ne, grüner wird es, wenn es nach oben geht, okay. Heizung, ja. Die haben da Heizung. Und die auch. Die anderen heizen alle mit Strom. Gut. Freizeit ist... Ja, teuer wahrscheinlich, die Freizeit. Guck mal, wie viel ist ja übergesät, ne? Aber, ja. Den machen wir mal aus, oder? Kostet nur 32. Vielleicht lassen wir den an und machen dann eher einen teureren aus. 4 Euro die Woche. Und was kostete der jetzt? Dann war der ja teurer. 32 Unterhalt. 24. Gibt's da auch so richtig teure? 24, ja, alles nichts, ne? Das lohnt nicht abzuschalten wahrscheinlich. Der ist größer. Kostet nur 20. Ist wahrscheinlich das Entscheidende, was da drauf steht. So ein paar Bäume zu unterhalten ist wahrscheinlich nicht so teuer, ne? Wie man hier sieht. Könnte man die Karte mit zupflastern wahrscheinlich. Ja, okay, dann lasst die mal alle da. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht, ne? Das sieht anders aus, aber auch nur 24. Hier, die haben gar keinen Park, die armen Kerle, Leute. Das sieht teuer aus, aber nur 20. Ja, okay, ist dann erstmal gut. Was ist das? Warum ist das hier? Okay. Unterhalt, aber da will auch keiner gerade was machen wahrscheinlich. Gut, einzigartige Gebäude haben wir hier noch.
Ja, das ist auch vorbei, das einzigartige Gebäude, weil 160 ist dann doch viel Geld. 200, einzigartig auch aus. Die gehen alle aus. Daneben geklickt, auch vorbei. Obwohl das egal gewesen wäre mit 40. Quelle von Leben und Tod. Das Einkaufszentrum ist zurzeit so. Da ist noch eins. Theater der Wunder. 1200. So, jetzt haben wir die einzigartigen Gebäude auch erstmal ausgeschaltet. Das sind unsere Bezirke. Hinten haben wir gar keinen gemacht. Okay. Müssen wir mal schauen. Das ist das, wo was an Rohstoffen ist. Bodenrichtwerte. Okay. Joa, geht, ne? Mittelfeld. Bevölkerung. Ah, wäre schön, wenn man das ein bisschen mehr anders gestaltet hätte. Nicht nur die Gehäuser, sondern so richtig flächig dann. Naja. Importieren tun wir da. Der Export ist Mangelware, ne? Ich sehe keinen Export, damit macht man Geld. Hier macht man Geld. Ist irgendwo anders noch was? Ich glaube nicht. Tourismus, oh, gibt es auch ein bisschen, ne? Das sind abgeschaltete Gebäude, da gibt es keinen Tourismus dann. Unsere Buslinien, das wird wohl wahrscheinlich immer mehr werden, weil wir jetzt die Verbrecher alle hier einladen. Aber ist halt so. Jetzt kommen gerade wieder ein paar Leute. Ich nehme mal nochmal den Bagger raus und reiße zum Beispiel diese Straßen ab. Wir müssen irgendwo noch Geld sparen. Das ist halt so. Hier. Naja, lass die da weiterfahren. Das ist halt so, dass wir Geld sparen müssen. Wer ist das denn hier? Und was haben wir denn offen? Sind das für zwei Gebäude hier? Ach, dass die Polizei war, Robbery zuletzt sind, ne? Genau. Aber jetzt da ist eine Polizei war und da ist auch eine. Das ist ja der Hammer, oder? Dann machen wir eine da aus, weil die bringt nicht ganz viel dann, oder? Zwei nebeneinander gebaut. Krass. Das ist aber nur eine, ne? Ja. Okay, das ist jetzt mit dem Einsatz mäßig schon schlecht verteilt, aber wir haben ein paar, das ist okay, so lass das mal so. Oh, wir haben Zuwachs zu machen in Grün hier, sag schon. Da wollen Leute kommen. Machen wir hier ein paar Flächen zu. Obwohl war das vielleicht hier, das ist halt Live in a Ghetto, ne? Oder wie war das? Ist halt so. Da auch noch ein paar hin. Auch das auch grün. Vielleicht kommt dann ein größeres Haus mal und das auch noch. Okay, da ist sowieso grün. Da auch. Das kann auch noch grün. So, Wohnflächen sind ausgewiesen. Den nochmal weg und den machen wir blau. Hier an der Kreuzung hier, da machen wir auch noch was hin. Die wollen ja auch kommen, wie man hier sieht, noch ein bisschen, ne?
So, dann ein paar einzelne Häuser, aber das wollten wir hier mehr machen. Warte mal, wir müssen mal gerade wieder unsere Richtung haben. Hier haben wir schon zugemacht. Ja, dann würde ich sagen, hier noch weiter. Diesen Straßenzug dazu nehmen. Genauso wie den. Dieses hier noch. Obwohl, ne, mach das mal zu, dann machen wir nachher einen Kiosk hin. Den auch weg. Die beiden auch wieder weg. Das wird noch Einkaufsfläche, die ja auch gerade verlangt ist, ne? Obwohl, da machen wir die hin. Gut. Und da die flacheren. Dann haben die das. Ja, das lassen wir erst weg. Da können wir erst noch Flächen zumachen. Diese zum Beispiel und diese. Und hier können wir noch kleinere Flächen gerade zumachen. Hat man schon mal im Garten solche Häuser halt, ne? Passt. So, dann können auch Leute kommen. Allerdings sind sie gerade nicht so begeistert von der ganzen Sache. Allerdings sind wir hier bei 5000, ne? Sieht so aus, als ob wir ins Plus noch schaffen. Gut. Kommerz möchte noch kommen. Mach da noch zwei hin. Jo. Jetzt ist nur noch Kommerz da. Dieses zu, das zu. Hier im Kreisverkehr können wir auch noch ein paar machen. Jetzt wächst das Grüne im Endeffekt. 69 sind da noch am Minus machen allerdings. Also 53,5 haben wir nicht sogar 56 hier gehabt, ich weiß es nicht. Ja, müssen wir mal gerade gucken, wie es so wird, ne? Gebiet aufheben, okay. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal, das gehört ja zu Industriegebiet sozusagen, ne? Ja, gut. Ja, Industriegebiet ist klar. So, jetzt haben wir Zuwachs. Und hier haben wir jetzt unter 10.000. So. Der Kommerz möchte noch wachsen. Dann kriegt er noch ein paar Gebiete dahin. Diese Kreuzung, ne, die wäre besser blau gewesen. Naja. So, jetzt müsste das Blaue aber auch weg sein. Und jetzt kommen die anderen schon wieder ein bisschen hoch. Mehr Grün wie Blau. Hier schön an der Straße, am Wasser. Da freut man sich doch da zu wohnen, oder? Okay, da auch noch ein. Alles ist gut, meint man. So, jetzt müssten wir gucken, wo die Bedürfnisse wieder liegen, ne? Strom kein Ding. Wasser kein Ding. Bildung. Grundschule okay. Alle Bildungen sind okay. Müll läuft. Hier sind eigentlich alle zufrieden, ne? Gesundheit ist gut. Bestattung auch gut.
Dann brauchen wir nicht mehr gucken dann. Jetzt müssen wir die anderen BWchen alle rauskriegen, ne? Sozusagen. Attraktiver das Ganze wieder machen. Hier sowas muss weg. Das ist Crime. Crime ist nicht so schön. Aber wir können ja mal gerade runter gucken, ob hier nochmal die Ansicht, die ist besser. Dieser hier ist. Wie ist denn mit dem Müll? Mülldeponien Auslastung 37%. Da hätte ich gesagt, mach das mal. Leg den mal noch still. So, laufen denn welche? Die ist noch an. Kriminalitätsrate ist zu hoch. Die haben wir ausgemacht. Die ist aus, die läuft. Hier blinkt es überall oder ist voll? Da auch. Hier findet eine Entleerung statt, oder wie sehe ich das? Nee. Ja, Kriminalitätsrate ist so klar. 92% voll. 100% voll. Dann entleeren wir den mal. 92 voll. 95 voll. Hier war noch einer mit Kriminalität. 53 läuft, muss laufen. Okay. Lassen wir erst so. Jetzt gehen wir hier hin, wo die Müllverbrennungs ist. Wie sah das denn da aus mit der Müllverbrennung? Man ist gerade im grünen Bereich noch zugange, dann lass das mal so. Da werden welche geleert halt, ne? Gut, lass so. Jetzt sind wir gerade hier bei 15.000 wieder. Ja, ich würde bald noch Straßen wegnehmen wollen, ne? Das ist schlecht. Das weg, weil der kann nach da fahren. Und das sehe ich hier gerade genauso, dass das Haus, das eine Haus kann auch da lang fahren. So wie wir das hier auch gehandhabt haben, ne? Die sollen nach da links wegfahren, alle. Oh, der fährt über Rasen. So ist das schon okay. Das sind die teuren Straßen, ne? Hier solche Konstruktionen sind relativ teuer, denke ich. Oder hier. Was ist mit dieser Straße hier? Diese Brücke kann mal weg. Und das Stück genauso. Von da fährt keiner auf. Wo können wir noch sparen? Ja, das war jetzt hier auch so eine Geschichte. Zwar sauteure Bauwerke sind das, ne? Hier für ein Park oder sowas. Aber da waren früher Müllverbrennungsanlagen und sowas, beziehungsweise Mülldeponien. Wie sieht denn das hier aus? Kann man nichts wegmachen. Die Bergautobahn, ne? Aber die ist gut befahren auf der anderen Seite, ne? Küstenstraße, es sind auch einige Autos drauf. Macht also Sinn.
kommen. Das brauchen wir unbedingt hier. Hier hat man schon noch was abgerissen, ne? Diese Straße Sinn macht, ne? Es fährt kaum einer, ne? Also von da hinten nach hier fährt gar keiner. Das sind wahrscheinlich Müllwagen oder was? Können wir uns das leisten? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Und da kommt gar keiner. Weg damit. Da kommt einer. Na, da kann gar keiner fahren. Das machen wir weg. Da fährt keiner hin. Da fährt keiner her. Ja, da sind ein paar Wagen, die da kommen, aber das ist auch fast nix, ne? Hier die Müllwagen, ne? Die sind ja cool drauf. Die kommen alle woanders lang. Warum fährt links rum keiner? Warum fahren die alle rechts rum? Hammer, oder? Machen wir gerade so, dann sieht man mehr. Die stehen hier im Stau bis auf Autobahn. Ja, jetzt ist zu spät, ne? Es geht ja fröhlich hier noch weiter, ne? Boah, ist der Hammer, oder? Warum ist das so? Weil hier so ein paar Straßen abgerissen haben, diese hier. Könnte sein, ne? Das ist jetzt zu spät, weil 22.000 Miese. Da noch ein paar Straßen hinsetzen ist dann schlecht, ne? Die Müllkutscher stehen jetzt im Stau. Warum ist das nicht das nächste Problem jetzt dadurch? Noch sieht das ja gut aus, ne? Aber wie lange? Es wird nicht die Straße freigemacht mehr. Kraftwerkstraße zu teuer. Naja, okay. Da müssen wir mal schauen, aber da können wir wahrscheinlich nichts mehr dran machen an diesem ganzen Verkehrsstau, der jetzt hier gerade stattfindet. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Okay, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.